Herr Kardinal, Sie wissen, heute nehmen Sie ja teil, wie jedes Jahr, am CSI-Schweigemarsch für verfolgte Christen hier in der Wiener Innenstadt. Es ist eine katastrophale Situation, wie Sie wissen, im Nahen Osten und in Nigeria, in Pakistan. Überall werden Christen verfolgt, mittlerweile enthauptet, also furchtbar. Die Überlebenden dieser Familienangehörigen, die Überlebenden sind traumatisiert und wissen gar nicht mehr wohin. Sie haben längst die Hoffnung, wie ich von vielen persönlich weiß, aus dem Irak und aus Syrien, die Hoffnung verloren auf eine bessere Zukunft. Was möchten Sie diesen Menschen, die dieses Interview vielleicht sehen können im Nahen Osten, was möchten Sie ihnen auf diesem Wege mitteilen? Zuerst, dass wir sie nicht vergessen, dass Gott sie nicht vergisst, dass sie für uns ein großes Vorbild sind durch ihren Mut, ihre Treue. Es ist immer wieder beeindruckend zu hören, dass etwa diese 21 Kopten, die in Libyen am Strand enthauptet worden sind, dass keiner bereit war, seinen Glauben zu verleugnen, alle mit dem Bekenntnis zu Christus auf den Lippen gestorben sind. Das ist für uns, die wir in der Freiheit leben und unseren Glauben frei auch bekennen können, eine sehr beeindruckende und auch beschämende Wahrheit, ein Zeugnis, das wir nicht vergessen dürfen. Aber ich weiß nicht, ob es den traumatisierten Christen dort reicht, diese Botschaft. Was können wir dann wirklich konkret tun, also Kirche und Politik hier in Österreich, damit die Christen auch nicht weiter emigrieren, sondern in ihren Ursprungsländern bleiben können? Ja. Natürlich, was wir unbedingt tun müssen, ist jede Gelegenheit benutzen, politischen Einfluss zu nehmen auf die großen Mächte, die hier Einfluss haben, die hier vielleicht wirklich etwas bewirken können. Aber wir sehen auch, dass die Politik hier einfach großen Schaden angerichtet hat, dass vieles erst durch politische Fehlentscheidungen und militärische Interventionen in diese Richtung gelaufen ist. Wir können nur ermutigen zu bleiben, aber wir müssen auch denen helfen, die sagen, dass sie keine Zukunft dort haben. Und noch einmal, das Zeugnis des Glaubens, dass die Christen des Irak, von Syrien, des Nahen Ostens, von Afrika uns geben, ist auch eine große Hoffnung, dass der Glaube in unserer Welt nicht stirbt, sondern im Gegenteil, dass er sehr, sehr lebendig ist. Das heißt, aus Ihren Worten schließe ich, dass das letztlich das Gute über das Böse siegen wird, auch im Nahen Osten? Das Gute hat schon gesiegt. Wir glauben an die Auferstehung, wir glauben an die Verzeihung, wir glauben an die Versöhnung, wir glauben an Jesus Christus, der Erlöser aller Menschen ist, auch derer, die jetzt die Christen verfolgen. Wir glauben, dass die Vergebung wirksam ist. Ich denke an die vielen, die beten für ihre Feinde. Alles das ist Hoffnung, das ist Saat für eine bessere Zukunft. Eine letzte Frage. Welche Botschaft möchten Sie hierzulande den Christen, aber auch den Juden und den Muslimen im Land mitteilen? Wir dürfen Gott sei Dank friedlich miteinander leben in diesem Land, so wie es in vielen Teilen auch des Nahen Ostens früher möglich war. Und wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, dass es auch unter den anderen Religionen eine Mehrheit gibt, die nicht einverstanden ist mit dem, was jetzt den Christen gegenüber geschieht. Und wir dürfen nicht vergessen, wie viele Muslime auch Opfer der Gewalt sind, die oft Opfer des blinden Terrors sind. Und sie sind unsere Brüder und Schwestern. Sie haben ein Leben, sie haben Familien, sie haben Freunde, sie haben Kinder, um die sie weinen, Mütter,
die ihnen fehlen. Wir sind mit ihnen solidarisch, so wie wir hoffen, dass sie mit uns sind. Danke sehr. Eine letzte Frage noch zu den Muslimen. Wäre es nicht sehr wünschenswert, dass sie auch an diesem Schweigemarsch teilnehmen, die sich gegen den IS-Terror stemmen? Das wäre wünschenswert. Vielleicht sind auch tatsächlich Muslime bei diesem Schweigemarsch dabei. Ich weiß auf jeden Fall, dass viele so denken und nicht für den Terror sind. Danke, das ist ein sehr schönes Schlusswort, Herr Kardinal. Danke sehr.